War ich auch so. Ja gut, bei mir, ich habe nach unten geguckt und habe das Steak halt immer noch im Visier gehabt und dann, jetzt ist es fertig. Möchtest du es haben? Wieder? Ich leg's dir in die Essenskiste rein. Was ich aber auch noch bauen wollte, das werde ich nämlich jetzt auch nochmal machen, aber jetzt brauche ich wieder die alten, das ganze Metall und so ein Kram. Ich baue jetzt nochmal was richtig, 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 richtig Cooles. Liebe Leute. So. Ne? Ihr wisst ja, schlechter Geschmack ist nicht übertragbar. Glück. Au, ja. So, jetzt baue ich nämlich hier nochmal. Nein, das war der falsche. Ich war es an der Werkbank. Rohstoffe. Was Verschiedenes. Da ist er. Ja, Crafting abgeschlossen. Hui. So. Boah, ist der groß, ey. Den platzieren wir jetzt hier auch nochmal. Tut er jetzt Zack. eigentlich gerade? Ach, die Decke bearbeitest du. Guckt euch das an. Was ihr hier Schönes gebaut habt. Ja, den wollte ich später auch unbedingt gebaut haben. Ja, jetzt haben wir ihn schon gebaut. Ich könnte mal hier jetzt unseren kleinen Balkon einfach weiterbauen. Ja, nicht so, als hätte ich das gesehen oder so, ne? Ja. Du hast gesagt, oh, Smoker, ey, der muss ich unbedingt bauen. Das meint er gar nicht, glaube ich. Nee, ich meinte das von Hida. Ach so, Mist. Guck mal Okay. in dein Zimmer rein. Warte. Ich hätte aus den F3 getroffen, anstatt F2 zum Abhauen. Was ist denn F3? Da machst du nur so eine Ansicht an und Echt? so Ach so, Chunks-mäßig. Chunks, okay, alles klar. Das ist ja cool. Hast du es gecraftet? Natürlich brauchst du einen Kürbis dafür. Cool. Das ist ja witzig. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht Oh, schlecht. er kriegt noch Arme. Was? Schön, wie du mit unserem Stein umgehst, den wir noch dringend brauchen. Aber okay. Oh, ich mach den Grill mal aus hier. So. Noch rote Hände. Huch, da ist euch daneben gesetzt. Rote Hände? Wolltest du im Tomaten ranbacken, basteln? Ich hab noch ein paar rote Steine gehabt. Was? Rote Steine? Hast du auch grüne gefunden irgendwo zufällig? So, jetzt wollen wir ein bisschen Holz fällen. Darf ich die Uhrzeit wieder umstellen? Nein. Klar. Was denn jetzt? Bam! Endlich wieder Tag. Weiß ich wenigstens immer, wo die komischen Steine aus der Mine herkommen. Woher kommen die? Ich habe jetzt mal geguckt, ob irgendwann da oben irgendwie Steine weggebohrt hat. Da kommen ja diese Brocken, die da wegfliegen, ja. Ja. Die fallen durch den Boden durch und die Mine ist ja genau unter ihnen. Ach so. Ja, okay. So, Mission Balkon. Fehlgeschlagen. Mission Balkon ist das nächste, was wir machen sollen. Wie gesagt, auch nochmal als Hinweis, wenn wir irgendwas bauen sollen, wenn ihr sagt so, ey, ich habe voll die geile Idee, was ihr da mal bauen könnt, ihr Vollpfosten, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Bitte nicht mit Vollpfosten. Jetzt schreiben Sie das recht. Nein. Nein, schreibt einfach mal unten in die Kommentare rein. Wenn ihr auch sagt, ihr habt eine coole Idee oder mal mitmachen wollt oder so, das sollte nicht das Riesenproblem sein. Sollten wir grob hinkriegen. Grob, aber auch nur grob. Ja. Wenn ihr natürlich sagt, baut wie ist das nochmal, wo der Glöckner von Notre Dame rumlief? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es so, ich lasse Flo erstmal rätseln. Champs-Élysées? Nee, ach! Ich bin auch. Oh, der Glöckner von Notre Dame, ja. In welchem? Wahrscheinlich die Notre Dame-Kirche. Kathedrale. Die Kathedrale von Notre Dame. So rum. Stimmt's, Hidan? Wundere mich langsam nicht mehr, warum der Server kein Passwort hat. Oh Mann, ey. Ja, der Glöckner von Notre Dame. Und nun kommen wir zur 1-Million-Euro-Frage, Florian. In welchem Turm sitzt der Glöckner von Notre Dame?
Im Linken. Im Linken. Aber ich habe hier gar nichts zur Auswahl. Links, rechts, oben, unten. Noch einmal. In welcher Kathedrale sitzt der Glöckner von Notre Dame? Köln und Dom, eindeutig. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. So, wo haben wir denn jetzt hier? Nee, Betonplatten wollte ich nicht. Holzplanken, da. Nee, Holzplanken waren das nicht. Nee. Das waren nicht Holzplanken, sondern Holzblöcke, ne? Nee. Ach, wo sind jetzt die scheiß Dinger? Holzplanken. Doch, Holzplanken. Da waren es die untersten, ne? Ja, die waren's. Tim? Ja, genau, die untersten. Gut. Merci. Kein Problem. So. Dann bauen wir doch jetzt mal hier den Balkon weiter. Schubs. Schubs. Muss ich ein bisschen cheaten jetzt hier. Ja, wollen wir den Balkon überhaupt abstehen lassen? So? I. Warte. Ja, ne? Ja, oh. Ja. Wollte den dann auch hier so rund bauen, also so pfeilmäßig nach hier und Pfeil? In die andere Seite. Ach so. Und dann wollte ich hier auch Glas hinmachen, damit man runterschauen kann. Also so ungefähr meinst du jetzt, ne? Und dann nochmal runde Ecken hier, ne? Irgendwann. Ja, und dann halt in die Richtung noch bauen, also wieder hier so drauf, weißt du, aber... Ja, ja. So, ja. Aber mit abgerundeten Ecken und mit Glas, oder was meinst du, oder? Genau, also dass man hier, da wo der Abgrund ist, so runter gucken kann, aber nur... Oh, das war knapp, aber nur an vereinzelten Stellen, weißt du? Okay, ich kümmere mich drum. Und es gibt auch so Gartenfackeln und so, damit halt ausleuchten. Ja, ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen schon. Dann halt auch so diese Sitze, die wir ja eh auf dem Marktplatz machen wollten, wovon ich dir das Foto gezeigt habe. Ja. Noch hinbauen. Den Grill. Vielleicht auch vorne ja. Richtung Abgrund hin, weißt du? Die Sitzplätze? Nee, den Grill und sowas, weißt du, es ist ja eine große Fläche, so Richtung Abgrund hin, später. Ja. Nicht jetzt, später, wenn es fertig ist. Ja. Dazu muss ich erstmal weiter Holz fällen jetzt hier. Ja, Holz brauchen wir so viel, wird Zeit, dass Showtech wiederkommt. Tja. Der hat da ja so einen Spaß dran. Am Holz fällen? Ja. Da will ich Spaß dran. Zum Glück gibt es für ihn jetzt in LS auch extra den Holzfäller-Simulator mit drin. Ja, es gibt aber auch, glaube ich, einen separaten Holzfäller-Simulator. Genau. Den gibt's auch. Den habe ich sogar. Echt? Ja. Cool. Und wie ist er? Scheiße. Nee, der ist wirklich nicht gut. Okay. Das hat der gekostet, ich glaube 20 Euro oder so, ne? Ja. Also das sind wirklich nicht gut investierte 20 Euro. Schade. Ich war auch nämlich auch überlegen, ob ich mir den mal irgendwann hole. Also ich habe einen älteren. Das war halt der erste Holzfäller-Simulator, der rausgekommen ist. Achso, es gab da jetzt aber dieses Jahr noch einen neuen. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr einen neuen gibt. Ich meine, dann gibt es 3 Stück. Achso, es gibt so einen Lumberjack Simulator. 2015 heißt der irgendwie. Ja, das kann sein. Ja, halt, ich meine, der erste, der rausgekommen ist. Das ist so ein Traktor mit so einer riesen Kreissäge. Okay. Traktor mit einer Zange hinten dran, womit du halt, wie beim Scorpion, die Dinge auch hin und her ziehen kannst. Ne? Ja, ja. Das war es eigentlich. Dann kannst du mit einem Kran an der Sägestation die Dinger halt noch in Stücke sägen. Mhm. Und
Dann machst du noch hier, sehr schnell. Ah, wie heißt das? Na? Kannst du nochmal, hast du glaube ich nochmal einen Kran, ja, damit du das Ganze auf LKWs verfrachten kannst und die fahren dann automatisch weg. Hm. Also ist jetzt nicht so das Spiel, wo man sagt, ja, das brauche ich unbedingt. Ja, aber es gab wie gesagt einen neuen auch noch. Ne? Ja, das davon weiß ich leider nichts. Also ich habe das halt nicht mehr verfolgt. Ne? Achso. So, I believe I can fly. Nein, einfach nein. Nein, nein, bitte nicht. I think about it every night and day. Ich hab gesagt nein. Judo sagt nein. So. So, Flo, jetzt kannst du mal kurz in die Höhle kommen. Ja, also die Mine runterkommen. Ja, Sekunde. Denk laufen, wenn es geht. Hm? Ja, kann ich nicht schreien hören, wenn er irgendwas mit dir anstellt. So, ich komme. Run, boy, run. Irgendwelche Steine hier. Ah, toll. Nicht gerade viele Steine. Ich höre jemanden hacken. Hack, hack, hack. Hacke nicht, ich hämmere. Stop! Hammer time! Moment, ich komme runtergekrabbelt. So, dann geh mal runter in die Mine. Kommst du runter oder nicht? Ja, ich musste nur kurz Charlie schreiben. Denn Charlie spielt gerade den Euro Truck Simulator. Und ich habe gesagt, er soll lieber mit uns spielen. Ja. Oh! Du hast Gitter gebaut! Bong! Geländer nur für dich! Bong! Geil. Das finde ich schön. Oh, da sind noch mehr Gitter. Oh, wie toll. Dann kann mir nicht. Ich bin auch gerade dabei, im Paint umzumalen, dieses Bild aus Family Guy, wo Peter als behindert dargestellt wird. Und da steht dann so da, Achtung, spezieller Dad. Soll ich das Dad durchstreichen und Flo dann mal. Ja, das natürlich auch ganz wichtig, unter das Schild muss ein JTG noch, YTG noch drunter stehen. Ja, auf jeden Fall. Sonst zählt das nicht. Yep. Moin, moin, ich komm mal TS. Hat er gesagt, der Jude. Der Jude Charlie. Was wolltest du sagen, Fail? Geht denn das JTG? YTG. Uns wollte mal jemand weismachen, dass das YTG für YouTube geprüft steht. Hat sich dann aber irgendwie aufgeklärt, dass es doch nicht für YouTube geprüft steht. Also, es war ein bisschen strange. Es gibt nämlich kein YouTube geprüft. Ich hab nur Florian geprüft. Flo, wo bist du jetzt gerade? Ich bin gerade oben im Garten. Guck mir mal, siehst du mich? Moment. Ja, ich sehe dich. User joined your channel. Moin. Na, Charlie. Guck mal, unser eigener Zoo. Wo kannst du die wildlebenden Tiere hier von sicherer Entfernung aus beobachten? Ja. Hey, psst, psst. Komm mal her, Fail. Fail. Komm mal her. Ja. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Da ist er, guck mal, guck mal, guck mal, ist hier doch nicht putzsicher. Warte, 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 warte. Bleib mal hier, lieber Fail hier. Warte, warte, komm. Put, 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 put. Put, put, put. Nein, nein, du musst das so machen. Komm, komm. Ja, wo ist die Melone? Ja, hol bitte. Ja, hol sie. Na komm, friss die Melone. Friss die Melone. Oh, jetzt hat er Angst. Das ist schüchtern. Oh ja, Nachtlicht. Ihr seid schon spasti. Ja. Langsam frage ich mich echt, auf was ich mich hier eingelassen habe. Das fragen wir uns auch jeden Tag. So, hier Charlie, ne? Meister. Ja. Wieso hast du Rising World und wir wissen nichts davon? Warum machst du das jetzt weg? Damit das schöner aussieht. Ich hab das schon voll ewig. Echt? Ja. Wir sind voll Rising World süchtig. Eigentlich echt? Nicht, aber ist okay. Ist das geilere Minecraft, ne? Ja. Flo, flieh! Er ist rausgebracht. Was? Nein! Fangt ihn ein! A wild fail appears.
Los, Hidan! Setze Wirbelwind ein! Nicht Zaun! Wirbelwind! Ja, ne, böses, wenn ich gleich aus dem Video rauskomme. Ja. Charlie, ich schreib dir mal die IP von unserem Server. Mission complete! Really Fail wurde eingefangen. Möchtest du diesen Pokémon? Möchtest du Really Fail einen Spitznamen geben? Nein! Für Really Fail wurde ein Eintrag im Pokédex angegeben. Wow.